Baumfällen mit dem Helikopter, diese spektakulären Bilder müssen Sie einfach sehen, dachten wir. Und dann noch direkt neben der rasenden Regionalbahn. Ein Actionfilm vielleicht? Da sind sie auf dem Holzweg. Diese Bäume in Lolla bei Gießen können einfach nicht auf dem Landweg abtransportiert werden. Wir haben hier den Helikopter eingesetzt, weil wir einerseits begrenzt sind durch die Schrebergärten. Wir können die Bäume gar nicht umziehen, sondern wir müssen sie rauspflücken. Und andererseits, auch bei dem angrenzenden Bestand, würden wir Schäden verursachen, wenn wir die Bäume reinziehen. Ja, und somit pflücken wir die Bäume selektiv raus. Und wie geht das dann mit dem Pflücken? Der Hubschrauber kommt angeflogen und lässt so einen Haken runter. Die Männer in den Bäumen hängen das ein. Und dann sägt einer unten, der Hubschrauber geht auf Zug und der andere sägt unten ab und der Hubschrauber transportiert dann den Baum weg. Dass die Bäume überhaupt weg müssen, liegt daran, dass sie an der steilen Böschung einseitig wachsen. Wenn sie ungleichmäßig wachsen, sind sie nicht so stabil wie Bäume, die gleichmäßig wachsen können. Dadurch knicken sie bei Sturm, Schnee und Eis besonders leicht um. Und das würde zu größeren Verspätungen im Bahnverkehr führen. Von den Helikoptern mit den zwei Rotoren gibt es übrigens nur drei in ganz Europa. Sie können gut 2,5 Tonnen transportieren.